Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellers arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, hier war irgendwie der Questlog vollkommen falsch gesetzt. Wir mussten dieses Ding hier scannen, da habe ich aber keinerlei Anhaltspunkte für gefunden. Ich habe dann einfach hier in stundenlanger Kleinstarbeit alle Dinger ausprobiert und bin hier mit dem Scanner rumgerannt und habe dann, ja, vielleicht eine Sekunde zu spät wieder zugeschaltet, aber naja, das werden wir überleben. Das Wesentliche haben wir ja noch mitbekommen. Das bedeutet, wir müssen jetzt wohl an Bord der Hyperion und schauen, dass Sarah da nicht noch mehr Blödsinn macht. Kommandozentrale. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken hier in unserem Logbuch. Stationssabotage. Techniker. Na. Techniker Rach. Patil denkt, dass jemand die Systeme der Nexus sabotiert und hat sie gebeten, ihm bei der Untersuchung möglicher Sabotageorte zu helfen, den Saboteur zur Rede stellen. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich nur dem Sternchen hier folgen. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Nein, ja. Das wollten wir so nicht. Aber haben wir denn eine Wahl? Keine Ahnung, ob wir eine Wahl haben. Ja, ich räusper mich ab und zu, denn ich bin ein klein wenig krank und ich finde das hier bis jetzt echt katastrophal gemacht, was das Dings angeht, was hier die Wegfindung angeht. Die ist echt unglaublich schlecht. Ich komme hier Informationstafel. Bringt mir das irgendwas? Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Meine Mitarbeiterdaten, Personalverzeichnis, Nexus, Status, Auswahlprozess, ja, später, abmelden. Jetzt habe ich keine Zeit für sowas, jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern, dass hier nicht weiter rumsabotiert wird. Gucken wir mal, ob ich hier vielleicht irgendwo lang muss. Cashs Büro, das ist natürlich wieder vollkommen falsch hier. Boah, das ist so undurchsichtig hier in den ersten Spielminuten. Was ist das hier? Pathfinder Hauptquartier, den Eierkopf kennen wir ja auch schon. Das hat also auch keinen Sinn. Mann. Es ist zum Verrücktwerden. So, hier geht's also auch nicht lang. Ja, hier geht's nicht lang, hier geht's nicht lang, hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. So, hier sind wir jetzt quasi wieder da, wo wir angefangen haben. Und da müssen wir wohl hier runter. So, gucken wir mal hier vielleicht. Ja, das hier könnte schon eher hinkommen. Okay, wunderbar. Cora. Das müssen wir benutzen. Wir müssen zur Hyperion. Das haben wir schon gehört. Diese Animation hier ist ziemlich stumpf. Das sieht nämlich ziemlich schlecht aus. Aber naja, grafisch das Spiel sowieso nicht der allergrößte Hingucker. Falsch rum. Aber das ist auch nicht so wild. So, schauen wir mal. Wer bist du? Okay, du bist ein No-Name NPC. So, Initiative. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang.
gut. Wir sind hier im Atrium Sarah Callis. Mit der müssen wir reden. Sarah Callis? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Callis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Okay, Sam hat die Daten natürlich schon ausgewertet, also wurden sie reingelegt, oder ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Ja, eigentlich wurden wir dann ja reingelegt. Anscheinend benutzt jemand sie und Raj, um seine Spuren zu verwischen. Dafür bräuchte er eine ziemlich hohe Zugangsfreigabe. Trotzdem, es ist besser als die Vorstellung, dass es Raj war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Raj, sind Sie da? Na ja. Toll. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein, sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Na toll, wir kümmern uns mal wieder um alles hier. Was auch sonst, wir sind ja quasi prädestiniert für sowas und jetzt müssen wir hier zur Kyro-Station. Nein, wir müssen zur Kommandozentrale. Da müssen wir hin. Jetzt sehen wir hier wieder die abgestumpfte... sehr abgestumpfte Sequenz, die mir schon jetzt nach nicht mal 3-4 Spielstunden auf die Nerven geht. Wie das wohl am Ende des Spiels aussehen wird, frage ich mich. Wir sind wieder in der Kommandozentrale. So, wo kriegen wir denn jetzt hier Zugriff auf die Kamerasysteme? Das scheint hier zu sein. Ja. Okay, Überwachungsaufnahmen 1. Instabilität beim Netzwerkzugang entdeckt. Zeitstempel verschlüsselt. Keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Schadensbegrenzung an Tiran Kandros von Jarun Tan, Direktor der Andromeda-Initiative. Kandros, wie Sie wissen, gibt es während Ihrer Abwesenheit eine Meuterei auf der Nexus. Die Ereignisse sind rasant eskaliert, aber wir glauben, dass es mit einem Feuer in den Hydrokulturen und einem Diebstahl in der Waffenkammer anfing. Es gab unterschiedliche Beweggründe für den Aufstand. Herdenverhalten spielte sicher eine Rolle, doch von Seiten der Anführer, darunter ihrer Vorgängerin, der ehemaligen Sicherheitsdirektorin Sloane Kelly, war es ein bewusster Verrat. Okay, gut, gut, gut. Schadensbegrenzung. Ja, Überwachungsaufnahmen. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Okay, ja. Wir brauchen das gar nicht so... alles hier zu lesen, Überwachungsaufnahmen. Überwachungsaufnahmen 2. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. 3. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Okay, haben wir verstanden. Also, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier sehen. Und wir sollen jetzt hier die Scans durchführen. Und zwar so in ziemlich, so, wie soll ich sagen, inkognito.
quasi. Schauen wir mal. Keine Übereinstimmung. Okay, keine Übereinstimmung. Dann machen wir mal weiter. Gucken wir mal, wo wir hier noch Leute finden. Den vielleicht. Keine relevanten Daten. Du bist eine Asari, kannst es also auch nicht sein. Du vielleicht. Nicht in die Sabotage verwickelt, okay? Übereinstimmung negativ. Okay. Müssen, boah, jetzt sag mir nicht, wir müssen wieder zurück zur Hyperion jetzt. Das wird ja meinen Kopf jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Das wäre ja wieder richtig viel Laufarbeit jetzt für nix und wieder nix eigentlich. Aber so scheint es tatsächlich zu sein. Wir müssen wohl wieder zurück zur Hyperion. Oh Mann, geht mir das ein bisschen auf die Nerven gerade. Aber es nützt ja nichts. Wir haben diese Nebenquest angenommen. Doverweise, möchte ich jetzt schon fast sagen. Und dann geht's wieder zurück zur Hyperion. Nicht zur Kyro-Station, genau, zum Habitationsdeck. Da sollen wir hin. Gar nicht so einfach, sich das Husten zu unterdrücken, wenn man so einen gereizten Hals hat. Aber ich gebe mir natürlich alle Mühe. Gut, und hier wären wir dann am Habitationsdeck. Und jetzt schauen wir natürlich mal, wen wir hier alles finden können. Diese Person ist es nicht. Gut, der ist es auch nicht. Himmel, Herrgott, nochmal, wer ist es denn dann? Schauen wir mal, wo wir noch jemanden finden, der entsprechende Voraussetzungen hat. Wer bist du? Ne, Solomon Yen, den haben wir ja schon. Da ist noch jemand. Was steht da? Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Okay, also biometrische Übereinstimmung. Dieses Mitglied von Nexus Sicherheit ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8999% verantwortlich. Ja, gut, dann werden wir den mal zur Rede stellen. Der ist da ja auch gerade wieder schon irgendwas am Rumpfuschen, die Sau. Komm mal schön her. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Na, das denke ich nicht. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Lass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt, oder... Ja, ich sympathisiere mit ihnen, aber ihr Verhalten ist unverzeihlich. Na gut, man kann ihn schon ein bisschen verstehen, aber was er gemacht hat, geht nicht. Ich bedauere diese Vorfälle, aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Was läuft da hinten für eine Scheibe? Die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Gut, da seht ihr diese Scheibe, die da im Hintergrund hin und her rennt. Ist das ein... Was ist das? Ist das ein Staubsauger-Roboter oder sowas? Ja, das entscheiden wir nicht, oder sie müssen gehen. Ja, wir entscheiden das natürlich nicht. Oder sie müssen gehen. Ja, wir entscheiden das nicht. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, Lebensfähigkeit. 73 Andromeda-Lebensfähigkeitspunkte. Na super, also wofür die gut sind, weiß ich noch nicht so genau. Wir haben Dale hier zur Rede gestellt. Wir wollen mal direkt scannen, ob der hier schon wieder irgendwas verbrochen hat. Nein. Ja, gut.
Die Unzufriedenheit hier an Bord der Andromeda ist natürlich da. An Bord der Nexus ist natürlich da. Wir können die auch nachvollziehen, aber das ganze Ding hier in die Luft zu jagen, das hat auch einen nicht so großen Sinn. Und deswegen werden wir auch mal zurück zur Kommandozentrale jetzt fahren. Ein bisschen räuspern. Und dann werden wir mal schauen, was wir denn hier überhaupt für Möglichkeiten haben, jetzt weitere Quests zu machen. Die Quest ist damit, glaube ich, abgeschlossen. Wir brauchen da auch, glaube ich, niemandem mehr Bericht darüber erstatten. Das ist für uns natürlich immer optimal. So, wir sind jetzt gleich wieder da. Lasst uns mal ins Logbuch gucken. Abgeschlossene Mission. Stationssabotage, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal Verbündete und Beziehungen, verschollene Archen. Ja, das machen wir später. Ein besserer Anfang, das ist die Hauptquest. Jetzt erster Mörder. Ein Mitarbeiter der Initiative namens Nilken wurde wegen Mordes verurteilt, ist aber möglicherweise unschuldig. Ermitteln Sie in dem Fall, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Gut, das machen wir als nächstes. Wir werden erstmal noch eine kleine Nebenquest hier einschieben, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen, damit wir hier auch mal die ganzen Spielmechaniken richtig in uns aufnehmen und verstehen. Sergeant Aker ist da erstmal der richtige Mann für uns. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder Ryder, ich will zu Nilken Rancis. unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Ja, wir sind schweres Gerät, aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind da, weil Ihre Frau sagt, dass Sie nichts getan haben. Ihre Frau ist völlig verzweifelt. Sie sagt, Sie waren es nicht. Und dass sie sie liebt. Sie ist eine wunderbare Person. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert. Von Feinden überrannt. Unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Ja gut, an Streit ist ja jetzt erstmal nichts Abnormales. Soweit ich weiß, verstößt ein Streit nicht gegen das Gesetz. Da ist noch mehr. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Na gut, das ist natürlich, wenn es denn der Wahrheit entspricht, doof gelaufen und keine Absicht, aber ja gut, das zu beweisen, das wird nicht so einfach. Ja, das ist furchtbar. Das tut mir leid. Ist ja schrecklich. Wir standen uns nahe. Er war ein verdammter Stur. Ich habe ihn dafür bewundert. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Na gut, die Beweise werden entscheiden. Geben Sie nicht auf. Ja, mein Gott, diese Möglichkeiten sind nicht so einfach. Ich meine, wir würden ihm natürlich geben Sie nicht auf sagen, das ist schon klar, aber im Endeffekt werden die Beweise entscheiden. Das ist nun mal so. Warum sollen wir lügen? Ich sehe mir die Beweise an. Vielleicht passt ja was nicht zusammen. Es wäre schön, wenn jemand ohne Vorurteile sich mit der Sache beschäftigen würde. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Gut, jetzt sollen wir mit Kandros sprechen. Der ist nicht weit weg, das wissen wir ja. Der wohnt hier auf der anderen Seite, hat er seinen Stehpunkt und wir reden mal mit ihm. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche? Oder ist das Sache der Miliz? Na, darum geht's nicht. Wir wollen auf den Mordfall zu sprechen. Ich habe mit Nilken Rancis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde.
Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Tja, ob das nicht ein bisschen weit hergeholt ist? Ich finde es falsch, das alles auf ihn zu projizieren. Ist es auch. Aber so wurde es nun mal wahrgenommen. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Ja, das ist wichtig, oder glauben Sie ihm nicht? Das müssen wir schon wissen. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt? Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Hm. Okay. Also, haben wir verstanden. Ja, dann erstmal auf Wiedersehen. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Okay, also, als erstes wollen wir uns mal die Konsole hier anhören. Lauschen wir. Die Nexus gegen Kolonist Milken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Milken. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Oh Mann. Ja, gut. Das hört sich natürlich nicht toll an. Ich meine, wir kennen das alle selber. Solche Sätze sind schon mal ganz schnell dahergesagt. Das ist für mich kein endgültiger Beweis, aber... Natürlich, wenn dann nachher sowas passiert, sieht das schon ein bisschen doof aus und hört sich auch ein bisschen doof an. Da braucht man ja nicht lange überlegen. Naja, wir sprechen mal mit Cassidy und hören mal, was die zu dem Fall zu sagen hat. Cassidy Shaw, ich bin Scott Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Na gut, jetzt können wir mal schauen. Waren denn Ketter, also wäre eine Verwechslung überhaupt realistisch gewesen? Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Okay, hat Nilken es bedauert? Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Na gut, das spricht ja nicht unbedingt für ihn als Mörder. Dann, warum war der Chief schockiert? Wenn sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Okay, teilten Sie die Meinung des Chiefs? Reynolds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Na gut, danke. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient.
Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Okay, dann sollten wir mit Ten sprechen. Also ich bin jetzt nach diesem Gespräch nicht so hundertprozentig mehr davon überzeugt, dass er wirklich schuldig ist. Denn ja, jemand, der absichtlich einen Mord begeht und nur wenn Absicht vorhanden ist, kann man von Mord sprechen, der ist dann nachher nicht schockiert, kann nicht reden und ja, bedauert es zutiefst. Ja, gut, auf der anderen Seite, vielleicht hat er auch ja, instinktiv gehandelt und hat ihn erschossen, um die Crew zu retten. Aber dann wäre es natürlich wiederum Mord. Also man muss da vielleicht noch ein bisschen weiter forschen, weiter schauen, wie das hier alles zusammenpasst. Ich verabschiede mich erstmal hier von euch, bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Mass Effect Andromeda. Bis dahin, alles Gute, ciao.